Eine Form besteht in der Regel aus zwei Hälften. Und dazu muss das Teil, das abzuformende Teil, zunächst mal, um eine Hälfte herzustellen, in Knete gelegt werden. Die rolle ich hier aus mit einem Wellerholz, ähnlich wie man Teig ausrollt. Und dann drücke ich das Teil in die Knete hinein. Und bette das genau ein. Je genauer ich diese Arbeiten mache, umso geringer ist die Nacharbeit an der Form. Jetzt werden Passer angebracht, Spezialwerkzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Kästchen zusammengeklebt, das später übergestülpt wird. Die überschüssige Knete wird entfernt. Das Kästchen drüber gestülpt und allseits zugeklebt untenrum, damit der flüssige Silikonkautschuk nicht rauslaufen kann. Wenn das rundherum zu ist, kann Silikonkautschuk hineingegeben werden. Das ist Zwei-Komponenten-Material. Ich verwende Silikonkautschuk von Wacker Chemie. Zunächst wird das abzuformende Teil ganz dünn mit Silikonkautschuk bedeckt. Hilfe eines Pinsels, wird das da schön verteilt. Stelle es ein bisschen schräg, damit sich das noch ein bisschen verlaufen kann. Eventuelle Luftblasen platzen dann auf. Und dann wird der restliche Silikonkautschuk hineingeschüttet. Die Luftblasen in dem oberen Bereich, die stören nicht weiter, die lösen sich von alleine auf. Jetzt sieht man eine Hälfte und zwischen den beiden Silikonkautschuk-Schichten wurde als Trennmittel
Vaseline verwendet. Und wenn diese zweite Schicht vulkanisiert ist, dann ist die Form schon fertig.